Hallo und willkommen zurück zu Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis. In der letzten Folge wollten wir gerade eigentlich, haben wir hier Sophia, die in die Ausgrabungsstätte reingefallen ist, befreit. Haben einige Sachen bekommen dafür und wollten jetzt eigentlich wieder gehen, aber das ist uns nicht gelungen. Da uns noch etwas fehlt, nämlich diese Zündkerze. I better turn the generator on first. Nutze Knopf im Keramikding. Die Zündkerze zur Leiter. Ja, öffne Motorhaube. Stimmt, ja. Zündkerze können wir wechseln. Das werden wir auch noch tun. Nun, ja, dann können wir losfahren. Nimm. Won't come out. Was? It's a particularly sharp ship rib. I don't think that'll work. Okay. Dann. Müssen wir nutzen Kürze mit. What do you know? A perfect fit. Okay. Dann halt so und schließen wir die Motorhaube wieder. So, und benutzen jetzt den Truck. That doesn't seem to work. So, jetzt den Truck. Let's book passage to Crete, Sophia. Ja, Greta. Ja, da könnten wir jetzt rein technisch halt alle weiterhin besuchen, aber das, da brauchen wir nichts mehr machen. So. Vom Dock gehen wir hier hoch. Ein Steinpodest, das schauen wir uns mal an. It's just about the same size as the stone discs. Hm. Also ist hier wahrscheinlich ein geheimer Eingang der Kolonien, denn in den großen Kolonien brauchte man einen Mondstein, wenn die Sonne über den Vollmond tritt. Wir sind auf der großen Kolonie der Atlanta auf Kreta. In der großen Kolonie braucht man einen Mondstein. Das heißt, wir kommen hier nicht rein ohne einen Mondstein. Wir haben nur den Sonnenstein, das heißt, wir müssen erstmal hier den Mondstein finden. So, dann gehen wir doch mal hier hinten hin. Hier zu Werk. Weg. Weg. Werk. Hier zu Werk. Steht da gar nicht. Hier gibt's kein Werk. So. Schau mal nach. Guck. Jetzt sind wir hier. So. Gehen wir mal hier rein. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder öfters nachgucken. Ah ja, ich erinnere mich. Erstmal hier rüber. So, und zwar. Upp. Wo steht das? Hä? Ich bin. Oder ist das hier hinten? Ah, ist hier hinten. Okay, ich dachte, da geht's nicht mehr weiter. Ein Vermessungsgerät, das brauchen wir. Damit. So, und jetzt beginnt die große Suche. Und zwar müssen wir
in einer dieser Türen reingehen. Und da gibt's dann was für uns. In der Komplettlösung steht das zwar nicht drin, weil man kann das an sich auch ohne machen, aber ich will's zeigen. Das weiß ich noch. So, mir fiel's halt wieder ein, was das ist, aber... Ist jetzt nicht einer der einfachsten Rätsel, wenn man nicht weiß, was man zu tun hat. Da kann man sich ganz schön dumm und dämlich suchen. Weil das Spiel sagt ja auch eigentlich nicht, was man zu tun hat. Oder was das Rätsel ist. Hier zu Eingang. Das ist das Falsche. Hier zu Eingang. Das, was ich suche, wird auch immer random in einen der Eingänge platziert. Das heißt, kann man auch mal übersehen. Kann man auch mal länger suchen. So. Es ist wahrscheinlich hierhin. Bei meinem Glück ist das hinten. Wie gesagt, es wird noch schlimmer. Also das ist jetzt nur der Anfang. Man läuft hier eigentlich orientierungslos durch die Gegend und sucht dieses Bild hier. It's an ancient diagram of some kind. There's a bull's head, horns and tail. The lines appear to converge on that circle. Ja. Could the circle be one of the stone discs? Also, hier sind zwei Zeichen, ein Horn, Ochsenkopf und ein Ochsenschwanz. Und die formen mit der mit diesem Kreis hier ein Dreieck. Und in der Mitte sind auch nochmal diese Hörner. Ja, diese Hörner, die wir ja schon kennen aus dem einen Rätsel aus Algerien, aus Ausgrabungsstätte. Das soll ein Mondstein sein und so finden wir den hier. Und jetzt kommt der eklige Teil. Wie gesagt, das ist an sich dann die Erklärung, was man jetzt hier zu tun hat. Muss man aber auch erstmal finden hier. Und zwar gibt sie diese Steine. Ich glaube, diese kann man drücken. They won't move. Au. Manche lassen sich nämlich bewegen. They won't move. Man könnte es jetzt auch, man hat ja hier diese großen Hörner. Ich stehe jetzt nicht so, dass man das hier findet oder so, sondern, die orientieren sich daran, aber das ist halt immer random mit diesen Steinen. Und man muss das halt erstmal finden. Wie gesagt, man braucht halt diese Einleitung da drinnen nicht. Weil man könnte auch direkt nach den Steinen suchen. There's a statue here. Ja, Ochsenkopfstatue. Ja, das könnte mir jetzt einfach machen. There's a statue here. Oh, es wird mir sogar einfach gemacht. Okay, ich habe ziemlich Glück. Nicht Glück. Schau an. It's a bull's tail statue. Genau, das heißt, man braucht noch etwas. Oder? Brauche ich nicht noch etwas? Achso, die haben. Okay. In der Komplettlösung steht es andersherum, dass man zuerst eine. Ach, genau. So. Benutzervermessungsgerät mit Ochsenkopf. Benutzervermesser auf Statur. So, und jetzt müssen wir die Hörner finden. Weiß. Ich glaube, wir müssen hier den rechten
Nur. I see a wall. I see the left horn. Okay. So, das ist richtig. Genau. Dann nimm Vermesser Statue. So, Vermesser Gerät mit Ochsenschwanz Statue. So, Vermesser. Und tun das hier hin. I see the right horn. So. Da haben wir es. What's this? X markiert die Stelle. Achso, okay. Ich dachte vielleicht, dass man hier eine Schaufel kriegt, aber nein. Ich habe ganz vergessen. Wir haben ja unsere Allzweckwaffe, wie gesagt. Die werden wir öfters benutzen. Mit der können wir nämlich ausgraben. Hey, there's a stone disc down here. Ja, a hole in the middle and little moons carved into the surface. It must be one of the moonstones Plato wrote about. Ja. Da haben wir die Mondsteine. Und damit können wir ja wieder zurückgehen. Ja, da wollte ich nicht hin. Ich will hier hin. Ja, dann zurück. Denn wir haben ja jetzt den Mondstein. Das heißt, wir schauen uns erstmal den verlorenen Dialog an. Warte mal, ein Mondstein. Wenn die Sonne über dem Vollmond tritt. Okay. Morgen Vollmond. Das ist nämlich halt auch wichtig. Das brauchen wir jetzt, um die Tür zu öffnen. Zur Kolonie. So. Ruin, so. Sind wir auch da. Zack. Steinpodest. So, benutzen wir die Sonnensteinscheibe mit dem Steinpodest. Ja. Und dann Mondstein. Jetzt benutzen wir die mal. So. Hier das gleiche Spiel. Wo ist die aufgehende Sonne? So, und wo ist der Vollmond? Hier ist der Vollmond. Zack, zack, zack. Zack, und jetzt müssten, hier ist Indianer, jetzt, wenn ich die drücke. Well, that didn't do anything. Hat das nichts gebracht? Warum nicht die Hannebär? Dann braucht man die Sonne über den Vollmond. Gut. Okay. Der Vollmond, das ist die aufgehende Sonne. Vielleicht die Mittagssonne? Das wollte ich nicht. That still didn't do anything. Hä? Das sollte doch. Vollmond, ne? In der Großen bräuchte man einen Mondstein, wenn die Sonne über den Vollmond trifft. Gut. Well, that didn't do anything. Ja, hier steht doch. Braucht man einen Mondstein, wenn die Sonne über den Vollmond tritt, um Atlantis zu erreichen, wurde ein Weltstein hinzugenommen, wenn die Dunkelheit die Stadt gnadenlos beherrschte. Thank you.
That still didn't do anything. Ich glaube, ich habe eine Frage. Aber das ist doch erst später. Probieren wir es mal. Maybe I need to align the stones with each other and the tall horns, satisfying all of Plato's conditions at the same time. Ah, tu ich doch. Hab ich doch gemacht. Hier sind die Hörner. Well, that didn't do anything. Ja, natürlich nicht. So, jetzt stehe ich einen Mondstein ein. That still didn't do anything. Ah, er sagt Vollmond. Hier steht Vollmond. Normalerweise baut sich das so halt die ganze Zeit auf. Wenn morgendlich die Hörner badete. Ja, und braucht man einen Mondschein, wenn die Sonne über dem Vollmond tritt. Ja, das habe ich aber schon gemacht. Passiert ja nichts. Weh nun. Ich bin jetzt verwirrt, weil es sollte jetzt eigentlich was passieren. Aber es passiert nichts. Laut Platos verlorenen Dialog ist das ja richtig. Natürlich, weil ich nichts ausgewählt habe. Kannst du mal bitte? Ich wollte nicht rausklicken, ich wollte hier oben die Scheibe. Well, that didn't do anything. Okay, ich beende dann mal hier die Folge und sage Tschüss, bis nächstes Mal, auf Wiedersehen, wenn ich eigentlich in der Kolonie drin bin.